Tag, na? Wie geht's denn? Ja, jetzt? Ja. Immer in Action, ne? So. So ist das halt, ja. Ja. Ja, gut. Genau, na klar, das wird schon. Ja. Sehr gut. Ja, mal gucken, wie viele denn so kommen dann am Ende. Anmeldequote sah ja schon ganz gut aus, ne? Ja. Sehr gut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute herzlich begrüßen in Stellvertretung meines Stellvertreters, Benedikt Hüppe, der sich über Ostern arbeitgeberfreundlich ins Krankenbett zurückgezogen hat und das heute noch nicht so richtig hinbekommen hat. Deshalb darf ich heute hier stehen für die, die mich nicht kennen. Ich arbeite für die Unternehmerverbände und dort mit Benedikt Hüppe auch eng zusammen. Heute aber für Niedersachsen Digital. Und ich freue mich ganz besonders, dass es heute zum dritten Mal geschieht, dass wir uns treffen im Rahmen des Projektes Hannovers Internet der Dinge, kurz abgekürzt HIT. Und dort wollen wir heute so ein bisschen konkreter werden. Wir haben eine ganze Menge Redner. Das führt dazu, dass jeder Redner sich natürlich zusammenreißt und seine kurze Zeit, die er eingeräumt hat, auch einhält. Weil wir ja alle auch spannend sein wollen und das ist so bei Pitches, dass sie eben kurz und knapp sind. Für uns ist heute der entscheidende Punkt, dass wir eben mit unserem Projekt als Niedersachsen Digital mithelfen wollen, die Stadt, die Region und die Regionen smarter zu machen. Ich muss zugeben, ich bin ein kleines bisschen natürlich vorbereitet, insoweit wir waren in Estland gewesen. Und wer aus Estland zurückkommt und das Thema Digitalisierung erörtert, Doris, du warst ebenfalls mit dabei, da weiß man sehr genau, was das eigentlich heißt, wenn man aus Estland kommt. 100% aller Public Services online, digital möglich. Und da scheint es auf den ersten Blick unser Stand ein wenig zurückbleibend zu sein. Das sieht aber nur so aus, denn der Anfang, dem wohnt am Ende der gute Geist bei. Denn wer anfängt, ist auf dem Weg und das ist das Richtige, das tun wir. Und wir tun es mit verschiedenen Kommunen, wir tun es mit der Region. Und warum wir das tun, da wird auch gleich Steffen Krach noch etwas sagen zum Ablauf. Ich freue mich ganz besonders, dass wir eine Menge Redner haben und die möchte ich dann doch kurz begrüßen. Als erstes natürlich Steffen Krach, den Regionspräsidenten. Lieber Steffen, schön, dass das heute geklappt hat. Herzlich willkommen an dieser Stelle für die gesamte Region.
Dazu, nein, da brauchen wir noch. Das kostet ja alles nur Zeit. Danach machen wir das alles zusammen. Ich begrüße die Bürgermeisterin von Pattensen, Ramona Schumann. Das klappt super. Jan Dingeldey aus Hemmingen, da ist er. Und Helge Zychlinski aus der Wedemark. Für die Projektleitung von Smart City im Landkreis Hameln-Pyrmont begrüße ich Frau Dr. Marion Fritz. Sie müssen jetzt sich kurz zeigen. Na, komm. Das ist Dr. Marlon Fritz. Ich finde, das war der richtige Auftritt, den er hatte. Dann begrüße ich von der Stabsstelle der Landeshauptstadt Hannover Maria Heidemann. Wo ist sie? Da, genau in der Mitte auf der Treppe. Im Übrigen bei der Gelegenheit, man kann sich auf die Treppenstufen ruhig setzen. Dann ist das für die, die da oben sitzen, auch ganz gut. Und ich sage sowieso noch gleich ein Wort zur Kumberlandschen Galerie. Und last but not least, Tim Mittelstädt und Kai Weber für die Region Hannover Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Herrn Mittelstädt habe ich gesehen, genau, und Herrn Weber ebenfalls. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Veranstaltung. Und jetzt ist mir wichtig, Kollege Thiemann habe ich zwar noch nicht gesehen, die würde ich aber auch gerne für den Niedersächsischen Landtag ganz herzlich begrüßen. Und damit wären wir in der Begrüßung schon durch. Meine Damen und Herren, Niedersachsen digital kann nicht alles besser. Aber wir sind in der Lage, mitzuhelfen, vielleicht auch zu motivieren, gemeinsam mit gerade den Kommunen das ein oder andere anzuschieben und jedes erste konkrete Projekt, und wenn es der Abfallkorb ist, der Papierkorb in der Kommune ist, von dem man weiß, wann er voll ist, damit er abgeholt werden kann. Am Ende wollen wir dort mit unterstützen, wo unsere Kommunen, unsere Städte bürgerfreundlicher werden, effizienter werden, freundlicher im Sinne von Nachhaltigkeit werden. Das sind die Dinge, die uns antreiben und motivieren. Und dafür sind wir da als Niedersachsen Digital. Das ist ein Verband, der Unternehmen, die digital eben vorreiten. Vorreiter sind im klassischen Sinne. Und da werden wir helfen. Und wie unser Projekt HIT, mit dem wir heute hier zusammensitzen, konkret vorwärts geht und was wir schon alles hinbekommen haben, das werden Sie nach mir in kurzer Abfolge hören. Aber jetzt erstmal unser Partner, die Region Hannover. Lieber Steffen Grach, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Volker Müller, für die Begrüßung, liebe Bürgermeisterin, liebe Bürgermeister. Sehr geehrte Gäste, erstmal von hier aus dann gute Besserung an Benedikt Hüppe. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder dabei ist. Und da möchte ich natürlich dann auch direkt noch Hauke Jagau begrüßen, mein Vorgänger als Regionspräsident. Auch herzlich willkommen. Jetzt hat Volker Müller gerade mit dem Beispiel Estland begonnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, dann ist das erstmal so ein bisschen so ein Stimmungsdämpfer, weil wenn man das Beispiel sich anguckt und wenn man das so hört, wir haben, glaube ich, gerade beim IHK Neujahrsempfang, also gerade ist jetzt auch schon wieder 2,5 Monate her, haben wir Berichte gehört, wie die Situation in Estland ist. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. Deswegen sollte uns das aber nicht zurückwerfen, beziehungsweise sollte dazu führen, dass wir frustriert aufgeben, sondern eher noch anspornen. Und ich glaube, dass dieses Projekt und dass die Zusammenarbeit kommunübergreifend genau das Richtige ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass ein Problem der Digitalisierung in Deutschland auch ist, dass alle es auf eigene Wege versuchen und es einen zu geringen Austausch gibt und Best Practice überhaupt nicht weitergegeben werden, dass wir überall selber Dinge entwickeln und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Wenn zum Beispiel die Bauaufsicht in der Wedemark, habe ich mal gehört, soll super digital sein, absolut vorbildlich, wenn die Wedemark das gut kann, dann
können das ehrlich gesagt eigentlich auch die 20 anderen Kommunen genauso übernehmen, wir als Regionsverwaltung auch, aber auch darüber hinaus natürlich. Und das Gleiche geht in ganz vielen anderen Bereichen. Ich habe, bevor ich hier Regionspräsident wurde, habe ich viele Jahre in der Wissenschaftspolitik gearbeitet. Herr Professor Lammert aus der MAH ist auch hier. Und in der Wissenschaft ist es absolut entscheidend, dass man Daten hat, dass man Beispiele hat, dass man ausreichend Daten hat, um sich dann auch austauschen zu können und um sich auch dann immer wieder verbessern zu können, um auch eine gute Basis zu haben, um dann auch Entscheidungen zu treffen. Das ist in der Wissenschaft wichtig, das ist aber aus meiner Sicht auch bei der Digitalisierung absolut entscheidend, dass wir uns ganz genau angucken, wo funktioniert etwas und wo haben wir die Daten. Und ich glaube, dass das, was wir hier aufgebaut haben oder das, was in den, heute ist ja schon das dritte Treffen hier der Internet der Dinge, dass wir tatsächlich hier etwas aufgebaut haben, was ich sehen lassen kann. Und deswegen möchte ich mich erstmal bei all denjenigen bedanken, die daran auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren dran mitgewirkt haben. So, und jetzt, Volker Müller hat es gerade gesagt, jetzt müssen wir konkret werden. Jetzt müssen wir gucken, was kann das zum Beispiel für einen Hochwasserschutz? Das nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil wir gerade vor einigen Monaten ja hier ein Hochwasser hatten. Was können wir daraus lernen für den Hochwasserschutz? Was können wir an den Daten, die wir haben, was können wir dafür verwenden? Was können wir, auch das hat Volker Müller eben gesagt, bei der Müllentsorgung die Daten auswerten und dann eben daraus auch Schlüsse ziehen. Und das gilt für viele andere Bereiche. Das gilt für Bushaltemonitoring, wo es auch schon Projekte gibt. Das gilt für Stauentwicklung, für Verkehrsaufkommen. Das ist für uns gerade auch bei Östra und Regiobus wichtig, dass wir sehen, wo sind die Menschen, welche Wege nutzen sie, wie können wir unser öffentliches Nahverkehrssystem nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Austausch, den wir hier haben, dass wir den nutzen sollten, um es wirklich so konkret wie irgendwie möglich zu machen für die 1,2 Millionen Menschen, die wir hier in der Region Hannover haben, weil die wünschen sich nichts sehnlicher, als dass sie wirklich die digitalen Angebote, die sie möglicherweise aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, eher international muss ich sagen, national glaube ich ist es auch nicht so, dass andere Regionen in Deutschland deutlich weiter sind, aber dass wir tatsächlich daran arbeiten, dass die Menschen hier das Gefühl haben, es kommt, geht voran mit der Digitalisierung und wir schaffen die Bürgerdienste, die wir haben. In einigen Teilen ist es schon gelungen, in anderen haben wir noch Ausbaubedarf. Wenn ich mir auch so die Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten angucke über Kfz-Zulassung und über andere Dinge, dann haben wir ja definitiv noch Nachholbedarf und daran sollten wir alle gemeinsam wirken und wir sollten es so konkret wie irgendwie möglich machen für die Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die heute daran mitwirken und dann eben auch berichten und vorstellen, was schon in den einzelnen Kommunen, in anderen Bereichen läuft. Auch aus der Landeshauptstadt werden wir das ein oder andere hören, aber eben auch aus drei Umlandkommunen, aus Pattensen, aus der Wedemark und aus Hemming. Ich freue mich auf diesen Austausch und ich hoffe dann, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, dass wir vorankommen hier in der Region Hannover. Ganz herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, dann bitte ich die, die heute hier als Redner eingeladen sind, nach vorne, allen voran die Bürgermeisterin und die beiden Bürgermeister. Wir drücken nämlich jetzt den Knopf, um das, was schon ein bisschen live läuft, auch jetzt offiziell einzuschalten. Danach zwei Worte zur Kumpelandschen Galerie und danach übergebe ich dann an meinen Vertreter Dr. Ebers, wo ist er? Komm, auch mit draufdrücken. Der wird dann die Moderation weiterführen. So, alle Hände nach vorne. Aber Axel drauf, los. Wo ist Axel? Ja, nur los, komm. Irgendwie Hand nach vorne. Zeig, dass du dich durch. Und los, 3, 2, 1, jetzt. Naja. Also, so viel zu unserem Projekt. Jetzt ist es offiziell live und wir beginnen mit ganz konkreten Daten, die die Bürgerfreundlichkeit, den Service der Kommunen unterstützen sollen. Und danke, dass wir gemeinsam zusammen anfangen können, dass das funktioniert. Das ist super. Im Übrigen, wo sind wir hier? Natürlich weiß von Ihnen jeder,
dass das die Cumberlandsche Bildergalerie des Herzogs von Cumberland ist. Genauer gesagt, seit Jahren bekannt, aber es ist inzwischen das wirklich schönste, originellste Treppenhaus in Hannover. Und wenn man hier sieht, wo man sich aufhalten kann, wie man hier eine Veranstaltung abhalten kann, dann merkt man eben, was dieser Ort wirklich gibt. Der war jahrelang zugemauert, eigentlich verschollen in der Stadt. Dann ist er mit Auszubildenden wieder neu zum Leben erweckt worden, so dass er jetzt nutzbar ist. Alle Räumlichkeiten, die früher das Gebäude ausgemacht haben, 1883 von Götze erbaut bis 86, die sind alle nicht mehr da, aber das Treppenhaus, das existiert. Und ich finde, für so eine Live-Schaltung wie heute, lieber Steffen, ideal geeignet, um hier zu zeigen, wir haben eine verdammt hippe Region, wir haben eine super Stadt Hannover, wir können eine Menge zeigen, wir können hier eine Menge bewegen und damit starten wir heute digital. So, das war es jetzt offiziell und jetzt bleibe ich mit Ramona Schumann kurz vorne, die anderen dürfen sich wieder hinstellen. Und jetzt geht's weiter und ich übergebe offiziell die Moderation an Dr. Ebers. Und das Wort hat jetzt aber die Bürgermeisterin von Pattensen, sagt der Harkenblecker, der direkt daneben wohnt. Liebe Frau Schumann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Und ja, wie macht man jetzt von der Cumberlandschen Stiftung und vom Cumberlandschen Haus den Übergang zu Smart Waste? Ja, eine gute Frage. Vielleicht, als hier wieder aufgebrochen worden ist und die Auszubildenden die Gelegenheit hatten, das zu entdecken, ist wahrscheinlich auch eine ganze Menge Schutt angefallen. Was passiert, wenn wir Müll produzieren? Es gibt irgendwann den Punkt, wo wir einfach nicht mehr wissen, wohin damit. Oder wir stellen fest, es ist noch gar nicht so viel angefallen, wie eigentlich anfallen sollte, um zum Beispiel eine sinnvolle Leerung vorzunehmen. Und ich habe mir sagen lassen, hiermit kann ich jetzt weiterklicken oder auch nicht. Das ist ein guter Einstieg in die Digitalisierung. Also, kann Smart Waste jede Ecke der Stadt erobern, ist die Frage. Und weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber in solchen Veranstaltungen ist es ja meistens so, dass wir sehr, sehr oft mit Erfolgsgeschichten immer aufwarten. Ich kann Ihnen schon mal vorab versprechen, das ist der Spoiler, das ist keine hundertprozentige Erfolgsgeschichte. Und ich finde, das ist bei so einem Projekt auch unfassbar wichtig, dass man auch über die Geschichten erzählt, die nicht zu 100% erfolgreich sind, aus unterschiedlichen Gründen. Was sagen wir zu Smart Waste? Wo muss ich denn eigentlich hinschalten? Das muss mir... Ja, ach, der große. Ah, okay. Also, was ist Smart Waste? Wir haben das Problem, das kennen Sie aus vielen anderen Kommunen sicherlich auch, dass wir eine unzählige Anzahl an Abfalleimern haben. Wenn wir die AHA nehmen, kommen noch Glascontainer mit dazu und dergleichen. Und jede unserer Kommunen hat einen Stadtbetriebshof oder ein entsprechendes Müllmanagement, in dem man in der Stadt unterwegs ist und versucht, durch Leerungen eben möglichst den Bürgerinnen und Bürgern immer Platz in diesen Abfallbehältern zu erübrigen, auch wenn man manchmal in den Städten das Gefühl hat, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht immer wissen, wo Abfallbehälter sind. Jetzt haben wir in unserer Stadt die sogenannte, das heißt tatsächlich Mülltour. Das heißt, Mitarbeiter meiner Stadtverwaltung aus dem Stadtbetriebshof fahren regelmäßig alle Mülleimer der Stadt ab, das sind einige hundert, und entleeren diese. Manche sind übervoll und quellen quasi über, manche sind sehr leer und bedürften eigentlich noch gar keiner Leerung. Und bei der Frage der Internet der Dinge haben wir uns überlegt, ob man diesem Problem Herr werden kann mit einer smarten Lösung, also mit Mietern, die in der Lage sind zu erfassen, wie ist der Müllstand eines solchen Abfallbehälters und macht es jetzt Sinn, den zu leeren, gerade wenn sie weit abgelegen sind. Oder macht es eben keinen Sinn, indem man dann eben nicht hinfährt, stattdessen aber denjenigen leert, der vielleicht schon 2 Tage vor der eigentlichen Leerung gefüllt ist, um zu verhindern, dass der Müll nachher neben dem Mülleimer landet. Mit dieser Problematik sind wir rangegangen und haben versucht, diese bedarfsgerechte Lösung und die Minimierung von diesen Problemfällen zu erreichen. Es gibt einige gute Beispiele.
dazu auch schon. Also es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern und auch aus Deutschland. Wir haben uns diesem Problem noch mal genähert, indem wir gesagt haben, wir wollen das auch in einer kleinen Kommune sinnvoll einsetzen. Die zweite Frage, die ich jetzt nicht auf der Folie stehen habe, die aber uns auch gekommen ist, an welchen Stellen ist es vielleicht sogar erforderlich, dann größere Behälter oder mehr Behälter hinzuzufügen oder vielleicht sogar Behälter zu entnehmen. Die erfolgreichen Beispiele von Smart Waste findet man unter anderem in Bielefeld tatsächlich. Ja, die Stadt gibt's. Wir finden sie in Hamburg und international in San Francisco. San Francisco zum Beispiel hat es geschafft, das Überquellen von Mülleimern um bis zu 80% dadurch zu reduzieren und damit insgesamt die Stadt sauberer zu halten. Es ist gerade für große Kommunen eine, denke ich, sehr gute und smarte Lösung. Herausforderungen, die wir haben, sind die Implementierung. Bei der Implementierung sind die Kosten, die eventuell entstehen könnten, insbesondere weil man in kleinen Kommunen einen erheblichen Aufwand treiben muss, um Mieter einzusetzen, um entsprechende IoT-Anlagen einzusetzen und auch um diesen nennenswerten Outcome zu bekommen. Und zwar unter dem Aspekt, dass die Mitarbeitenden, das war unter anderem auch bei mir der Fall, nicht besonders überzeugt waren von der Idee. Denn es bedeutet einen Kulturwandel. Das ist ein echtes Change-Management-Projekt, über das wir hier reden. Also wir haben bei Smart Waste immer das Gefühl, ja, okay, Müll, das muss eben weniger werden. Wir versuchen es zu reduzieren. Aber die Tatsache, dass man seinen Arbeitsprozess abändern muss, ist ein richtiger Change-Management-Prozess innerhalb einer solchen Einheit wie einem Stadtbetriebshof. Das heißt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, was man da mitbringen muss. Die Technologiefrage ist auch gar nicht so ohne, mussten wir feststellen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, so ein 100% Erfolgsprojekt ist es nicht. Wir hatten nämlich erhebliche Installationsprobleme, weil nämlich die Mieter, die wir eingesetzt haben, entgegen der vom Hersteller zugesagten Befähigung nicht in der Lage waren, aus unseren Abfallbehältern zu senden. Unsere Abfallbehälter bestehen nämlich größtenteils aus Metall, was die Mietereigenschaften beeinträchtigt hat. Und das ist natürlich ein Problem, denn wir haben nicht vor, alle Mülleimer dieser Stadt zu ändern. Also und neue zu beschaffen. Das sollte ja eigentlich einen möglichst wenig Mitteleinsatz mit sich bringen und möglichst ressourceneffizient sein und nicht noch ressourcenaufbauend. Außerdem haben wir uns bewusst in der Stadt natürlich für Metallbehälter entschieden. Sie sind nämlich deutlich weniger anfällig für Verbrennen und für all die Spielereien, die man so kennt und auch wenn man eine Zigarette reinwirft. Sie gehen nicht so schnell kaputt. So, dieses technische Problem führte zu einer mangelnden Datenauswertung. Tatsächlich ist, also zumindest stand, als ich diese Präsentation erstellt habe, war genau ein Mieter im Einsatz von den geplanten. Das ist leider, führt es dazu, dass wir derzeit keine Datenauswertung haben, die sagen können, der Effekt, den wir uns versprochen haben, ist wirklich eingetreten. Nichtsdestotrotz werden wir an dem Projekt weiterarbeiten, denn wir halten nämlich das Ziel, was dahinter steht, und den Weg für genau richtig. Und die Erfahrungen aus anderen Städten bestätigen uns auch da drin. Insbesondere, weil wir immer noch in einigen Bereichen Probleme haben, die wir unbedingt in den Griff kriegen wollen. Das heißt, wir werden jetzt an den Mietern arbeiten und zusehen, dass wir demnächst verwertbare Daten haben. Und ich habe mir noch diesen kleinen Werbeblock der Agenda 2030 erlaubt, denn als global nachhaltige Kommune arbeiten wir sehr eng an den SDGs und haben uns natürlich damit auch vorgenommen, Teile unserer Ziele zu erfüllen und hier einen echten Impact zu erzielen. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion im Anschluss. Ja, wunderschönen guten Nachmittag allerseits. Also ich bin normalerweise lieber Volker hier, wenn es draußen dunkel ist, weil das ist ja nicht nur die Kumpalandsche Galerie historischen Wert, sondern sie ist auch eine hervorragende Party-Location, lieber Volker. Wenn du magst, gehen wir mal zusammen hier hin. Man kann hier freitagsabends eigentlich ziemlich gut feiern, kann ich auch nur allen empfehlen. Und insofern freue ich mich auch mal bei Tageslicht hier zu sein und heute bei euch hier zum Hannover Internet der Dinge zu sein. Ist ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Projekt. Wir gucken mal kurz, Hemming, wo liegt Hemming eigentlich? Ich bin der Bürgermeister der schönsten Stadt, der Region Hannover natürlich. Ja. 20.000 Einwohner hat Hemming. Hemming liegt hier im Süden, direkt sozusagen angrenzend an die Landeshauptstadt. Und wir haben so schöne 7 Ortsteile, macht zusammen dann fast 20.000 Einwohner. Was machen wir im Bereich von Smart City bereits? Erst letzte Woche
gelauncht, sozusagen virtuelles Hemming. Bei uns kann man mittlerweile virtuell ins Bürgerbüro reinfliegen, wo dann eine nette Mitarbeiterin erklärt, welche Anträge man mittlerweile alle online ausfüllen kann. Das Standesamt erklärt durch die Standesbeamtin, was auch alles so mittlerweile online geht. Und man kann, das haben wir zusammen mit den Gewerbetreibenden in Hemming entwickelt, bei uns auch mit den Gewerbebetrieben sozusagen dort virtuell reintauchen. Stichwort Fachkräftegewinnung, Stichwort was geht eigentlich, was kann man in Hemming kaufen und dergleichen. Wir versuchen das jetzt noch ein bisschen aufzubohren. Wir haben, Ramona, 3 selbstverpressende Mülleimer. Die sind aber so gebaut, dass sie auch nach draußen funken. Also wir haben nicht unsere bestehenden Mülleimer umgerüstet, sondern 3 gekauft. Relativ teuer, aber seitdem haben wir das Müllproblem auf dem Rathausplatz im Griff. Die haben oben so ein Solarpanel oben drauf und dann, wenn da was reingeworfen wird, dann verpressen die das, kennt man aus Großstädten. Und wir haben 3 stehen bei uns auf dem Rathausplatz und seitdem ist es besser. Park-and-Ride-Anlage, danke an die Region Hannover, lieber Steffen, dass da 190 Parkplätze an unserer wunderschönen Linie 13 gebaut worden sind und die sind komplett mit Sensorik ausgestattet. Verkehrsmanagementzentrale kann man sehen, wie die Parkplatzauslastung ist. In den letzten Monaten seit Eröffnung immer ausgebucht, tagsüber unter der Woche. Also wir haben die Hoffnung, dass irgendwann erweitert wird, die Park-and-Ride-Anlage. Aber das ist eben auch ein wichtiger Schritt, um die Menschen zu informieren, wo sie am besten parken können und wann sie am besten parken können. Das funktioniert schon. Wie geht es jetzt weiter? Und deswegen bin ich Herrn Eber so dankbar, dass wir da den Kontakt gefunden haben. Jeder kennt diese Teile. Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Relativ simples Tool eigentlich. Man fährt vorbei. Man sieht, wie schnell man gefahren ist. Grüner Smiley bedeutet, jo, passt. Roter Smiley oder Daumen runter, passt nicht. Man kann die auch noch anders bespielen. Man könnte auch zu Weihnachten einen Weihnachtsmann drauf schicken oder irgend sowas. Wir haben mittlerweile im Stadtgebiet, obwohl wir ja gar nicht so groß sind, fast 30 Tafeln und beschaffen jedes Jahr 3-4 weitere. Weil wir wissen, dass zumindest genau in dem Moment, wo die aufleuchten, die Menschen langsamer fahren und zumindest ein Stück weit ein bisschen sensibilisiert werden für die Geschwindigkeit, die dort gefahren werden darf. Die sind auch mittlerweile immer schlauer geworden. Früher waren die richtig dumm. Früher haben die nur angezeigt, was man fahren darf und was man nicht fahren darf. Wir wissen jetzt auch, wir können es jetzt auswerten. Früher mit dem USB-Stick, jetzt mit dem Handy über Bluetooth. Wie schnell wird im Durchschnitt gefahren? Wie viele Menschen fahren da tagtäglich lang? Was ist die Spitzengeschwindigkeit? Was war die niedrigste Geschwindigkeit? Was ist der Durchschnitt über 24 Stunden oder über 7 Tage? Aber immer muss ein Mitarbeiter raus und immer muss man das danach auswerten. Und was passiert eigentlich bei einem Bürgermeister, und das wird Helge und Ramona nicht anders gehen, dauernd kommt irgendein Bürger oder eine Bürgerin zurecht und sagt, Herr Dingeldey, bei mir in der Straße, ne, da wird neuerdings richtig schnell gefahren. Und da fahren viel, viel mehr Autos lang als vorher und das kann doch alles nicht wahr sein, unternehmen Sie bitte mal was. Und wir sagen dann immer, ja, das kann ja sein, da hängen wir Seitenradar-Messgerät versteckt auf, ja, das wertet dann noch viel genauer aus, welche Fahrzeuge fahren da lang, wie schnell sind die, wie langsam, welche Gewichtsklasse haben die, Fahrradfahrer oder LKW und sonst was. Und dann kam die Frage, auf die wir uns gestellt haben zusammen, warum machen wir die Dinger nicht eigentlich smart? Warum machen wir die nicht so smart, dass jeder Bürger eigentlich immer in Echtzeit sehen kann, wie viele fahren da gerade lang, wie schnell wird gefahren und vielleicht versuchen das zu objektivieren, was die Menschen eigentlich nur im Gefühl haben. Jetzt nicht an jeder Stelle, weil dann habe ich irgendwie auch tagtäglich gleich Anrufe, aber erstmal 5. 5 Geschwindigkeitsanzeigetafeln. 2 sehr moderne hatten wir schon beschafft, die schicken wir jetzt nochmal zur Firma zurück und 3 sind wir gerade in der Beschaffung. Die werden mit so einem eSIM-Modul ausgestattet, das in Echtzeit die Daten dann in die Cloud hochlädt und über die Plattform wird dann angezeigt den Bürgerinnen und Bürgern in Hemming, wie schnell an der entsprechenden Stelle gefahren wird. Wir suchen uns noch gemeinsame Standorte aus, möglicherweise beispielsweise auch an Schulen, wo die Sensibilität für niedrige Geschwindigkeit besonders hoch ist. Und das versuchen wir in die Bevölkerung reinzubekommen. Wir können die Standorte auch im halben Jahr verändern, dorthin packen, wo der Bevölkerungswunsch besonders hoch ist. Und so, glaube ich, ein Stück weit auch Entlastung in die Verwaltung zu bringen, weil wir dauernd die Anfragen bekommen, sie gewissenhaft beantworten, denen die Auswertung schicken. Und so können die Menschen eigentlich tagtäglich zu jeder Tag- und Nachtzeit sehen, wie schnell bei Ihnen gefahren wird. Das Projekt ist in der Umsetzung, ist noch nicht so weit wie bei euch in Pattensen, Ramona. Wir sind jetzt dabei in der Beschaffung, wie gesagt, und arbeiten da sehr eng zusammen mit Herrn Ebers. Macht viel Freude und ich freue mich auf viele weitere Cases, die wir zusammen entwickeln können, weil ich glaube, in der Tat, Smart City und Internet der Dinge ist genau der richtige Ansatz. Und insofern vielen, vielen Dank für die Initiative der Region und Niedersachsen Digital. Gerne weiter so. Herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Müller, lieber Herr Ebers, herzlichen Dank auch für die Einladung, dass wir als Gemeinde Wedemark auch einen kleinen Beitrag heute leisten dürften. Vielen Dank auch dafür, dass wir gemeinsam mit Ihnen im HIT-Projekt arbeiten dürfen als Gemeinde. Denn wenn ich das vorwegnehmen darf, ich glaube, wir haben viele Gründe, warum Digitalisierung insbesondere auch in den Kommunen noch nicht so weit ist, wie sie sein könnte und wie sie sein sollte. Das fängt beim, ich sag's ganz offen, Totalversagen von Bundespolitik bereits von vor 20 Jahren an, geht über Föderalismus-Schwierigkeiten und endet aktuell aus meiner Sicht ganz massiv auch daran, dass wir in einem großen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel auch in den Kommunen stehen und eben gerade diese Hürden, die jetzt in Digitalisierungsfragestellungen vor uns stehen, auch nur mit angezogener Handbremse umsetzen können. Und umso wichtiger sind solche Projekte wie HIT, wo wir dann auch eine solche Unterstützung erfahren können und dann auch einen Weg gehen können bei etwas, was jetzt nicht zum Pflichtaufgabenkanon einer Kommune gehört, aber trotzdem weit über Nice to Have hinausgeht, nämlich die Steuerung eines sozusagen Naherholungsgebietes. Und Steffen Krach hat es vorhin gesagt, Daten sammeln, das ist etwas, was ganz wichtig ist, um vernünftige Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Und das ist dann eben auch tatsächlich die Basis dessen, was wir hier vorhaben. Wir haben viel in der Wedemark, was wir Besucherinnen und Besuchern, insbesondere aus der ganzen Region Hannover, gerne zeigen. Eins davon ist der geologische Erlebnispfad am Brelinger Berg, ein großes Naherholungsgebiet im Rahmen der Gartenregion, tatsächlich nochmal weiterentwickelt. Eine Landschaft, die aus der Steinzeit sozusagen noch davor stammt, einer Zeit, wo eine große Endmoräne sich durch Europa wälzte und ganz viel Tolles hinterlassen hat. Sie können dort Dinge lernen, Sie können dort aber auch einfach nur entspannt Zeit verbringen. Und Sie finden an verschiedenen Stationen im geologischen Erlebnispfad Berichte, Sie finden Hintergrundinformationen und können eine Menge erfahren. Aber es ist halt offene Landschaft und wie das so ist, wir haben nicht viele Daten zur Verfügung und können deswegen Ihnen nicht wirklich sagen, wie viele Besucherinnen und Besucher wir haben. Wir haben zusätzlich eine komplizierte Parkplatzsituation. Wir haben die Situation, dass natürlich gerne mit dem Auto angereist wird, wir aber die Menschen lieber zum ÖPNV bewegen wollen. Aber auch darüber haben wir zurzeit keine wirklichen Nutzungsdaten. Und wir haben immer wieder die Frage, wenn wir investieren wollen, lohnt es sich denn überhaupt noch in diesen Bereich hineinzugehen oder verschwenden wir nicht Geld, weil sowieso da eigentlich nur die Leute zwischendurch ihren Hund ausführen lassen. Wir steuern also auch nicht die Anfahrtssituation. Und was haben wir jetzt vor? Wir wollen durch elektronisches Zählen, also Datenerfassung, feststellen, zum einen, wie viele der vorhandenen Parkplätze, und wir haben, das sehen Sie auf diesem Chart, ja mehrere verschiedene, drei an der Zahl, die angefahren werden können. Einer ist immer ganz besonders stark ausgelastet, wenn man mal vorbeifährt, sieht man das jedenfalls. Wir wollen also das entsprechend steuern und feststellen. Und wir wollen, wenn wir dann feststellen, dass ein Parkplatz zuläuft, über die sozialen Medien automatisiert mitteilen, so liebe Leute, Parkplatz am Friedhof Bennemühlen ist jetzt dicht, da braucht ihr erstmal überhaupt im Auto nicht anzufahren. Fahrt lieber mit der S-Bahn, kommt mit dem Rad und wenn das nicht funktioniert, dann nutzt bitte wenigstens den Parkplatz in Brelingen oder in Oegenbostel, um dahin zu kommen. Und wir wollen natürlich dann auch auswerten, wie kommen die Leute wirklich zu dem geologischen Erlebnispfad und was müssen wir vielleicht für die Zukunft noch tun, damit mehr Menschen auf den ÖPNV auch umsteigen. Wir wollen aber auch, und das sehen Sie an den verschiedenen Stationen, die wir da eben entsprechend haben, Zählereinheiten an den verschiedenen Stationen unterbringen, um auch zu erfahren, zum einen gehen die Menschen wirklich dahin, um den geologischen Erlebnispfad als Ganzes kennenzulernen, sind es immer nur bestimmte Teilabschnitte, die frequentiert werden. Wir versuchen darüber auch festzustellen, was ist sozusagen wirklich Naherholung im klassischen Sinne, was dient sozusagen als Hunde. Ausflugsfläche, um den Hund nur einfach auszuführen, weil er eben auch seine Bedürfnisse hat. Wir werden also diese Daten entsprechend sammeln über eine elektronische Zählweise. Sie werden dann nicht nur ausgewertet für die Zukunftsfragestellung, sondern ich habe es eben auch schon gesagt, durch direkte Sichtbarmachung in Social Media Posts und damit Lenkung der Besucherströme. Wir erhoffen uns
ausreichend Datenmaterial für zukünftige Entscheidungen am geologischen Erlebnispfad zu bekommen. Und insofern glaube ich, dass wir mit diesem Projekt, was wir tatsächlich nur deswegen in unsere Prioritätenliste wieder mit aufgenommen haben, weil wir die Unterstützung von HIT haben, dass wir hier dann auch eine ganze Menge werden erreichen können. Ich darf Sie also zum Abschluss nur noch herzlich einladen, den geologischen Erlebnispfad zu besuchen. Das dürfen Sie auch tun, wenn die Zähler noch nicht da sind. Es ist ein wirkliches Erlebnis, das zu tun. Es ist für Kinder großartig, es ist für die Erwachsenen großartig. Und Sie können eine ganze Menge über die Region, in der Sie leben, lernen, wie sie entstanden ist. Und Sie können nebenbei einfach nur wunderbare, frische Wedemerker Luft atmen, um dann genug Energie zu tanken, damit wir auch die nächsten Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam stemmen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann übergebe ich direkt das Wort an Herrn Fritz. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich will einen weiteren Anwendungsfall mitbringen, und zwar den Anwendungsfall Hochwasser-Starkregen, Info-Warnsystem. Und zwar geht es da ein bisschen mehr um die übergreifenden Anwendungsfälle, die wir haben. Wir haben viel gehört über Mülleimer und Pfade und alle super, Anwendungsfälle für intelligente Technik und auch für die Datenplattform oder HIT an sich. In dem Projekt, was wir über Smart City gefördert machen im Landkreis Hameln-Pyrmont, haben wir aber das Problem, dass wir in vielen Jahren durch die Klimafolgen letztlich immer wieder mit Hochwasser- oder Starkregensituationen zu tun hatten. Und Sie sehen das hier einmal geografisch. Wir haben festgestellt, dass Flüsse nicht an den Landesgrenzen aufhören und haben uns deshalb und auch aus anderen Gründen mit einigen Smart Cities zusammengetan. Hier sehen Sie Lemgo-Kalletal, die Zuflüsse zur Weser haben, an der wir als Landkreis Hameln-Pyrmont natürlich auch liegen. Und wir haben gemerkt, dass dieses Wissen, was wir lokal generieren, halt überregional sehr gut genutzt werden kann und über HIT oder ähnliche Anwendungen natürlich auch überregional genutzt werden muss, damit solche Situationen wie beispielsweise im Ahrtal überhaupt nicht auftauchen können, Fragezeichen, oder besser vorbereitet werden können an der Stelle. Und Sie sehen hier, obwohl wir recht weit auseinander sind, Hameln-Pyrmont einmal hier der große Kreis mit relativ viel Fläche von 800 Quadratkilometern, Lemgo-Kalletal, nur ein Viertel der Fläche und durch eine Landesgrenze getrennt, wie ich schon sagte, haben wir trotzdem ähnliche Herausforderungen, die dann in die Weser münden. Wir haben das leider alle erfahren. Sie sehen unten auf den Bildern einmal Lemgo-Kalletal und oben ein Starkregenereignis aus dem Jahr 2021, das zu Überflutungen geführt hat und vor allem hinterher auch zur Beseitigung von Schlamm und allem anderen. Und wir haben recht schnell gesehen, dass es natürlich nicht damit getan ist, bauliche Maßnahmen alleine walten zu lassen, sondern wir müssen auch gucken, dass wir mit Hilfe der Digitalisierung diese Probleme, diese Herausforderungen anpacken. Und dann haben wir zusammen mit der Kommune, in der diese Bilder entstanden sind, das ist der Fleckenkoppenbrügge, gesagt, wir müssen digital die Gewässer zweiter und dritter Ordnung einfach besser überwachen. Also alles das, was letztlich in die Weser fließt. Das hat den Hintergrund, den Starkregen, den wird man nie zielgenau vorhersagen können. Wir können aber mit einem System, was wir entwickeln, 20 Minuten vor Eintreffen der Welle sozusagen warnen. Und diese 20 Minuten würden schon dafür reichen, dass Personen, Anwohner ihre Keller verlassen oder teilweise auch ihre selbst vorgebauten baulichen Maßnahmen letztlich ergreifen, damit halt Starkregen oder dann halt die folgende Überschwemmung das Ganze nicht so hoch trifft. Was wir also wollen, ist nicht nur ein Tool, was der Verwaltung hilft, ihre Aufgaben besser zu erledigen, sondern etwas, was am Ende die Leitstelle warnt, aber auch die Bevölkerung warnt, also die Anwohnerinnen und Anwohner, die natürlich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer schon Erfahrung gemacht haben, welches Haus, welcher Straßenzug betroffen ist, aber nicht diese 20 Minuten Vorwarnzeit hatten. Und was wir gemacht haben, ist hier zusammen mit Lemgo-Kalletal und dem Fraunhofer aus Lemgo, dem USB INA, ein dreistufiges System entwickelt bzw. adaptiert, wo wir sagen, okay, wir gehen dreistufig vor. Zuallererst werden Pegel Standorte
Niederschlagsensoren ausgewählt und installiert. Ich denke, das kennen Sie alles. Über LoRaWAN werden die Daten letztlich übertragen. Wir wollen aber viel weiter gehen. Wir wollen nämlich über die mittlere Säule Ursache und Wirkung verstehen. Wir wollen Fließwege verstehen über Fließwegekarten, über all das, was sowieso schon an Wissen vorhanden ist, ob nun analog oder digital. Und dieses Ganze dann in der mittleren Säule einmal zusammentragen. Was haben wir denn, wenn an dieser Stelle 30, 40 Milliliter Regen pro Stunde runterkommen? Und letztlich soll das Ganze münden in einem Warnsystem, das die Leitstellen, die amtlichen und ehrenamtlichen Helfer warnt, aber natürlich auch die Bevölkerung warnt. Die Bevölkerung, die an sich untereinander in einem kleinen Dorf sehr gut vernetzt ist, aber mit den Nachbardörfern, mit den Nachbarkommunen meistens nicht ganz so gut. Das heißt, hier wird von dem Wissen profitiert, was 2 Kilometer, 3 Kilometer vorher schon gemacht wurde. Sie sehen hier nochmal, wie wir das machen. Ich habe nur mal ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben nämlich auch viel gelernt über die Anbringung von Sensorik bei dem Starkregen- oder Dauerregenereignis, würde ich es mal nennen, vor Weihnachten, wo wir einige der Sensoren auch leider wieder verloren haben aufgrund des Wassers und des Gehölzes, was damit runtergekommen ist. Wir wollen aber letztlich hier hin, und das ist das, warum HIT an sich eine sehr tolle Sache ist, mit der man nicht nur in Niedersachsen, deswegen habe ich Lemgo-Kalletal mitgebracht, sondern vielleicht auch überregional Daten und somit Wissen teilen kann. Man kann also hier über HIT oder Ähnliches die Verwaltungsleistungen natürlich verbessern, ob es nun Mülleimer sind beispielsweise oder Hochwasser-Starkregen. Man kann aber auch über Anwendungsfälle, beispielsweise App-Entwicklung statt Landkreis-Apps, wie auch immer, dann letztlich die Bevölkerung warnen. Und das, denke ich, sollte unser Anliegen sein, dass wir solche Szenarien, die wir im Ahrtal beobachten mussten, vielleicht doch in Zukunft nicht mehr ganz so stark sehen, weil wir über Digitalisierungsmöglichkeiten hier Vorbeugungsmaßnahmen treffen können. Und das war es von meiner Seite auch schon. Ich will halt nur noch mal sagen, Schlusssatz, wir profitieren alle von der gemeinsamen Nutzung der Daten und von dem Wissen, was wir über die smarten Projekte, die wir überall in jeder Gemeinde, jeder Stadt sammeln und treffen, überregional davon, nicht nur in Niedersachsen, sondern natürlich auch bundesweit. Und damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo. Doch nochmal. Ja, ich bin Marie Heidemann von der Landeshauptstadt Hannover, Stabsstelle Smart City. Und wir sind eine Modellkommune, gefördert vom Bund, und setzen bis 2026 Projekte hier für die Landeshauptstadt um, von denen ich jetzt mal einen kleinen Einblick gebe. Ja, angefangen mit einer Strategie, also eine klare Zielsetzung, wo wir überhaupt hinwollen mit Smart City, mit Technik und Daten, also eine klare Haltung gegenüber einer daten- und technikbasierten Stadtentwicklung, ein bereichsübergreifendes Zusammenwirken und auch neue Möglichkeitsräume durch eben diese Vernetzung und neue Technologien. Außerdem haben wir uns verschrieben, die Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, also die Infrastruktur wie auch eine Datenplattform, wo ich später nochmal genauer drauf eingehe. Außerdem, ja, Thema bei uns auch der Ausbau verwaltungsinterner Strukturen und Vernetzung mit externen AkteurInnen. Ja, Zielsetzung dahinter, Effizienzgewinne, die Teilhabe zu erhöhen, nachhaltige Stadtentwicklung und auch ein innovativer Standort zu werden. Das machen wir greifbar mit verschiedenen Projekten. In unserem Projektraum beziehen wir uns auf die Innenstadt Hannovers. Hier eine kleine Wuselkarte, wo modellhaft da mal so ein bisschen was verankert ist. Also man sieht hier verschiedene Projekte von historisch digital, also wirklich auch kulturelle Projekte, die versuchen, Museumsschätze in den Stadtraum zu bringen, die uns im Stadtraum zeigen, wie es hier früher ausgesehen hat, um überhaupt zu verstehen, dass Stadt etwas sich Veränderndes ist und überhaupt auch die Möglichkeit bietet, dass wir das jetzt nicht so für immer haben, sondern immer weiter verändern können. Andere Projekte, so im Klimaagentenmodell oder Hitze-Wasser-Management, die sich stark mit der
mit dem Klimawandel und vor allen Dingen den Hitzeeinflüssen auf Städte auseinandersetzen. Dort Sensorik, die die Umwelt genauer erhebt, mit einem komplexen Rechenmodell dahinter, die dann genau auch für verschiedene Menschen, je nach Alter oder gesundheitliche Einschränkungen, zeigen können, ab wann die Hitzebelastung zu stark ist, sodass wir irgendwie Sitzplätze oder auch neue Schattenmöglichkeiten in der Stadt bauen. Also dass unsere Stadt menschengerecht weiterentwickelt wird. Im Hitzewassermanagement geht es um ein Regenwassermanagement, also da Effizienzgewinne hatte ich angesprochen, dass wir weniger Trinkwasser nutzen, um unsere Bäume beispielsweise zu bewässern, sondern dort bedarfsgerecht auch Regenwasser nutzen können. Ein zentrales Projekt ist auch Open Urban Data, wo wir uns stark mit der Etablierung einer urbanen Datenplattform auseinandersetzen, weil gerade schon angesprochen, Sensorik in den verschiedenen Projekten, die brauchen natürlich auch einen Ort, um irgendwo hinzukommen. Also wir arbeiten stark an unsichtbaren Kernen, also wir haben ganz viele Datenquellen, die aufgenommen, verarbeitet werden, damit sie am Ende in verschiedenen Apps rauskommen können. Hierzu ein Beispiel mit der Bewässerungsvergabe habe ich angesprochen, Regenwasser zu nutzen und Baumsensorik zu installieren, die dann automatisch melden kann, wann ein Baum bewässert werden muss. Dadurch können wir gezielter bewässern und Personalkosten auch für den Einsatz der Bewässerung sparen. Außerdem soll die klimagerechte Stadtentwicklung oder auch weiche Faktoren wie Schul- und Kita-Planung durch die Vernetzung von Daten auch auf verschiedenen Ebenen, also nicht nur kommunal, sondern dann auch auf Landes- oder Bundesebene vereinfacht werden, sodass man die Daten so in dem Format einfacher bekommen kann, wie man sie braucht und somit auch schneller in die Planung gehen kann. Was wir da natürlich alles beachten müssen, ist so, wie kommen diese Daten hier überhaupt rein, wie werden sie dann verarbeitet, also in Standards gebracht und Formate, dass sie miteinander auch kompatibel sind, verschnitten werden können, wie werden sie gespeichert, wie werden sie dann hier wieder bereitgestellt, sodass verschiedene Anwendungen darauf zugreifen können, wie stellen wir den Datenschutz sicher und aber auch die Datenqualität und die Gleichberechtigung. Also wir müssen nämlich auch darauf achten, wenn wir datengetrieben werden, dass wir Daten nutzen, die nicht verzerrt sind oder nur einen kleinen Teil der Bevölkerung abbilden und wir darauf dann unsere Planung aufbauen. Hier schon gesehen, also auch dann natürlich der Anschluss für externe Apps oder Anwendungen, wie jetzt beispielsweise die HIT, da müssen wir natürlich ja auch die Datengrundlage schaffen, damit diese Daten dort reinfließen können. Und da gibt es eine kleine Sneak Preview, also wir sehen hier schon kleine Radfahrzählstellen, die ja vom neuen Rathaus schon installiert sind und auf verschiedenen anderen Punkten in der Stadt, vielleicht haben Sie es ja schon der ein oder andere gesehen. Und die sind jetzt auch schon in einer Testumgebung hier in der HIT integriert, damit wir das, was wir dort vor Ort aktuell nur abbilden, auch online sichtbar ist und nicht nur, wenn ich dort selber vorbeifahre. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass da das Technikteam der HIT stark mit dem Technikteam der Stadt Hannover als der Geoinformation zusammenarbeitet und dort viel vor allen Dingen über die Datenkompatibilität auch zwischen Plattformen gesprochen wird. Also dort wurde zum Beispiel von unseren Kollegen der Geoinformation angeregt, den OGC-Standard für Geodaten anzuwenden und so können wir gemeinsam Prozesse testen, wie die Daten reinkommen in die HIT, aber auch wie die HIT die Daten wieder bereitstellen kann, so damit wir beispielsweise auch damit weiterarbeiten können. Also das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, den wir gemeinsam lernen und es geht so Richtung Plattformkompatibilitäten, also es ist sehr viel auf dem Markt auch da und da sind wir im regen Austausch und freuen uns, was da noch alles so kommt. So, übernehmen wir direkt. Ja, perfekt. Ja, lieber alle, lieber Krach, lieber Müller, ich bin Tim Mittelstädt, Koordinator bzw. Koordinator für Digitalisierung und Projektkoordinator für HIT im Fachbereich Wirtschaft und Beschäftigungsförderung beim Skobovius, der auch da ist. Wir haben gerade ja sehr viele tolle Beispiele gehört, sehr viele Use Cases, die jetzt schon angewendet werden, viele, die in Planung sind. Und Frau Schumann hatte auch gesagt, es gibt natürlich auch manchmal Probleme.
Das ist natürlich völlig klar, das ist alles, ob es noch Neuland ist, wie seinerzeit mal gesagt wurde, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall alles neu und toll und spannend. Und man kann in dieser ganzen Menge der Cases, die man machen kann, natürlich auch oft mal die Übersicht verlieren. Was kann man alles machen, was gibt es alles? Gerade bei HIT, der obere Knopf, genau, gerade bei HIT haben wir eine Menge an Use Cases, gerade im Umweltbereich, Verkehrsbereich, sogar sozialen Bereich, kommunale Dienste. Hier haben wir einige aufgeführt, die werde ich jetzt nicht alle vortragen und so, keine Sorge. Es soll nur einmal zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, wie man auch Daten verknüpfen kann, auch mit anderen Kommunen etc. Es ist auf jeden Fall ein großer Dschungel an Themen, die man angehen muss und angehen kann. Und da die Übersicht nicht zu verlieren, ist natürlich schwierig. Und deshalb haben wir jetzt bei der Region Hannover ein neues Angebot aus dem HIT-Team. Es geht darum, da einfach eine Übersicht zu bekommen, was man wie machen sollte. Denn ich selber bin jetzt kein Experte für Verkehrsmanagement oder für Grünflächen und so weiter. Ich kenne mich mittlerweile natürlich sehr gut aus in den guten 2 Jahren, die wir jetzt an HIT schon arbeiten, was es alles für Sensorik gibt, für Plattformen etc. und was wir da jetzt alles gebaut haben. Aber die eigentlichen Expertinnen und Experten sitzen ja in den Kommunen, bei uns in der Region oder in der Landeshauptstadt, in den Fachbereichen. Und mit denen müssen wir natürlich arbeiten. Die müssen uns sagen, was sie brauchen, wo Probleme liegen, um dann wirklich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir ein neues Format entwickelt, die Expertinnen-Workshops, die wir gemeinsam mit den Expertinnen aus den verschiedenen Fachbereichen, Kommunen der Region Hannover oder Niedersachsen, natürlich regionsübergreifend auch angehen. Und wie genau die aussehen, macht mein Kollege Kai Weber. Ja, danke Tim. Ich erinnere noch einen Spruch aus dem zweiten Meetup vom letzten Mal. Da sagte mir, ich nenne den Namen jetzt nicht, sagte mir ein Gast, also wenn Sie die sinnvollen Use Cases identifizieren wollen, sprechen Sie bloß nicht mit Smart City Managern. Ja, denn da ist natürlich, das ist gemein, ja, das weiß ich auch, aber es ist natürlich ein Kernchen Wahrheit dran. Wir versuchen mit diesen Workshops jetzt zu identifizieren, welches sind die wirklich sinnvollen, zielführenden Use Cases. Und Frau Schumann, ich bin ganz dankbar für Ihren Fall eben mit den Mülleimern. Sie haben ja zum Beispiel auch gesagt, dass das ein echter Change-Prozess ist im Betriebshof, die Abläufe so zu organisieren, dass diese smarten Mülleimer auch genutzt werden. Ja, das ist ein echtes Problem. Und so wollen wir natürlich uns nicht irgendwie vor Change-Prozessen jetzt irgendwie verschließen, aber es wäre ja auch eine Idee zu sagen, konzentrieren wir uns erstmal auf die Use Cases, wo die Anwendenden vor Ort und die Expertinnen vor Ort wirklich sagen, jawohl, das sind die Use Cases, die wir wirklich brauchen und dass wir nicht sozusagen Use Cases hinterherrennen, die am Ende vielleicht gar nicht vielversprechend sind. Genau, und da haben wir eben diese Workshops entwickelt. Zielgruppe dieser Workshops sind eben die Fachleute, sozusagen von der Basis, die Anwenden auf Arbeitsebene. Das können alle Themen sein, Umwelt, Gesundheit, Verkehr, Soziales. Tim Mittelstädt hat es ja eben schon umrissen. Und teilnehmen an diesen Workshops können Gruppen im Prinzip aus allen Bereichen, also sowohl von Kommunen, also wir können so einen Workshop gerne mit Vertretern der Gemeinden machen, Zweckverbände können es sein, Versorger können es sein, denkbar wären aber auch Unternehmen. Ja, das ist also durchaus möglich. Das ist ein moderierter Workshop über maximal 3 Stunden und vom Prinzip geht es darum, dass wir in dem Workshop eine Bestandsaufnahme machen, erstmal schauen, was ist bislang alles da, wie werden Daten bisher verarbeitet, wo sind auch überhaupt nur Daten verfügbar, wo müssen wir vielleicht neue Daten erheben. Wenn wir das gemacht haben, wenn wir wissen, welche Notwendigkeiten da sind, formulieren wir die Ziele und um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir bestimmte Maßnahmen, brauchen wir Projekte und die werden dann entsprechend gemeinsam entwickelt. Und Ziel des Workshops ist es eben, dass wir am Ende mindestens einen umsetzungsreifen, sensorikbasierten Use Case haben. Und ich will mal ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht. Wir haben so ein Steckbriefformat entwickelt. Wir stehen also dann quasi hinterher eine Stunde zusammen und tragen wirklich in diesen Steckbrief alle notwendigen Informationen ein. Und was Sie jetzt nicht sehen können, das kommt aber ganz unten. Es wird also ganz konkret vereinbart, was machen wir morgen, was machen wir übermorgen. Und dieser Steckbrief wird dann auch von sozusagen allen Teilnehmenden unterschrieben. Und so haben wir dann am Ende wirklich einen Use Case, der eine möglichst hohe Akzeptanz hat. Das ist sozusagen unser Learning jetzt so aus dem ersten Jahr, ne, als wir noch Use Cases hinterhergerannt sind.
weil uns jemand erzählte, das sei doch ein toller Use Case, nicht? Und wir dann aber irgendwann festgestellt haben, na, vielleicht ist das doch nicht. Wir haben einfach die Basis, die Experten vor Ort nicht mitgenommen. Das wollen wir jetzt ändern. Und wie gesagt, meine Einladung an Sie, wenn Sie das Gefühl haben, dass in Ihrer Einrichtung da irgendwie etwas ist, wo man mit Zuhilfe eines Workshops so einen Steckbrief entwickeln könnte, einen Use Case entwickeln könnte, sprechen Sie Tim Mittelstädt oder mich an und dann kommen wir gerne auf Sie zu, machen einen Termin und dann führen wir diesen wirklich sehr, sehr schlanken dreistündigen Workshop mit Ihnen gemeinsam durch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kai. Vielen Dank, Tim. Das war jetzt für mich als Moderator gar nicht so unheimlich viel Arbeit. Aber ich habe es ja dennoch geschafft. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen Anwesenden bedanken, bei allen, die live hier sind, aber auch bei allen, die im Livestream dabei waren. Ganz herzliches Dankeschön, auch im Namen von Benedikt Hüppe und dem gesamten Team von Niedersachsen Digital, dem Digitalverband für die niedersächsische Wirtschaft. Wir möchten uns mit diesem Projekt wirklich nochmal als verlässlichen Umsetzungspartner für die Region positionieren. Das ist uns ganz wichtig, eben als Digitalverband nicht nur als Mahner aufzutreten und zu sagen, dass mit der Digitalisierung muss alles viel schneller gehen, sondern eben auch aktiv und mit konkreten Projekten daran zu arbeiten. Deshalb kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie bei sich in der Kommune oder bei sich im Unternehmen solche Themen vorantreiben wollen. Wir sehen uns auch als Drehkreuz zwischen den verschiedenen Akteuren und bringen dann gerne die richtigen Expertinnen und Experten miteinander in Kontakt. Jetzt haben Sie schon ganz viel Input gehabt heute, deswegen möchte ich mich auch kurz fassen und sage, das Buffet ist eröffnet, Sie kriegen unten gerne noch was zu essen und was zu trinken. Ob es so wild wird wie an den Wochenenden, Jan Dingel, da weiß ich noch nicht. Das kann man ja dann bei Gelegenheit nochmal nachholen. Aber ich denke, es wird jetzt trotzdem ganz nett und ich freue mich auf den Austausch. Vielen Dank. Applaus